Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Dieses Mal möchte ich euch was richtig Geiles zeigen, und zwar ist das für alle Call of Duty Cold War Fans. Und zwar habe ich hier ein Modmenü für euch, was ihr im Zombie-Modus benutzen könnt, um eure Waffen komplett auf Max zu leveln, und zwar innerhalb von Sekunden. Das heißt, ihr schießt zum Beispiel 5 Zombies ab und eure Waffe ist auf Max Level. Und das Tolle daran ist ja, dass wenn ihr im Zombie-Modus alles levelt, habt ihr das im Online-Modus bzw. im Multiplayer auch. Des Weiteren könnt ihr innerhalb von ein paar Minuten direkt auf Prestige-Meister gehen, also Prestige 7, Level 1000. Ich erzähle euch keinen Scheiß, ich werde euch das Ganze gleich alles zeigen und werde euch auch natürlich zeigen, wie man das Ganze benutzt, wie man das öffnet und so weiter. Und ja, was kann dieses Modmenü eigentlich? Bevor ich euch zeige, wie ihr dieses Modmenü installiert bzw. öffnet und was ihr dafür tun müsst, werde ich euch natürlich jetzt nochmal zeigen, was dieses Modmenü denn alles kann. So, Freunde, ihr habt gesehen, was das ganze Ding alles kann, also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Dieses Modmenü ist für den PC, PS4, Xbox, PS5 und Xbox Series X. Allerdings müsst ihr jemanden haben, der das ganze Modmenü auf dem PC hostet. Wenn ihr jemanden habt, der das auf dem PC hosten kann, das Menü, können natürlich 3 weitere Spieler, die von PlayStation oder Xbox kommen, dem Ganzen beitreten. Also alles ganz easy. Ihr müsst, wie gesagt, einfach nur jemanden haben, der das Ganze auf dem PC hostet. Und dank Crossplay ist es ja so, dass ihr dem dann beijoinen könnt, egal ob ihr auf der PlayStation seid oder auf der Xbox. Es ist ein richtig geiles externes Menü, was sich auf jeden Fall lohnt. Und ja, wie installiert ihr das? Auf jeden Fall, wenn ihr diese WinRAR-Datei auf eurem PC habt, dann müsst ihr das Ganze einfach nur entpacken. Es sind nur 2 Dateien drin. Einmal die LOL-Exe und einmal die Wuppen-ID. Entpackt das einfach oder schiebt es einfach auf eurem Desktop und dann habt ihr diese beiden Dateien hier auf eurem Desktop hier. So, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr einfach nur erstmal Call of Duty starten. Bitte beachtet die Schritte in diesem Video, weil es kann sein, dass dann etwas schief läuft und das wollen wir ja nicht, deswegen beachtet bitte die einzelnen Schritte. So, wie gesagt, sobald ihr das auf eurem Desktop habt, startet ihr ganz normal Call of Duty. Ihr müsst dieses Modmenü nicht installieren irgendwo, das ist ein externes Menü, also alles ganz easy. So, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal Call of Duty und wenn wir gleich im Spiel sind, reden wir weiter. So, im Spiel angekommen, gehen wir einfach direkt in den Zombie-Modus rein und ihr seht schon, ich bin schon hier Prestige-Meister, Prestige 7, Level 1000, habe alle Waffen wirklich komplett auf Max, ist wirklich scheißegal, hier, ihr seht es mit den Sturmgewehren, es ist alles auf Max bei den MPs. Alles auf Max, Taktikgewehre, leichte MGs, Scharfschützen, Pistolen, Schrotflinten, Werfer, Spezialwaffen, es ist wirklich alles auf Max. So, wenn ihr jetzt im Spiel drin seid, so, tut ihr Folgendes. Ihr könnt, wie gesagt, jetzt in die Lobby
eure Freunde einladen, bis zu 4 Stück, also insgesamt 3 Stück, egal wie gesagt, ob sie von PlayStation oder Xbox kommen. So, wenn ihr dann in der Party seid, geht ihr dann in den Zombie-Modus rein und geht auf Privatspiel. Nicht öffentlich, sondern auf Privatspiel. Ne? Und dann startet ihr den Zombie-Modus, die Maschine oder Dead Ops, egal. So, wir starten jetzt einfach mal die Maschine. So, und jetzt ist ganz wichtig, wann ihr das Mod-Menü öffnet. Und zwar, wenn wir gleich diese Hubschrauber-Animation kriegen. Sobald wir diese Hubschrauber-Animation kriegen, wo wir auf die Map fliegen, müsst ihr das ganze Mod-Menü öffnen. So, ich empfehle euch, das auf jeden Fall im Fenstermodus auszuführen, nicht Vollbild. Sonst könntet ihr da ein bisschen Probleme kriegen. So, ich würde sagen, wir wählen einfach jetzt mal unsere Waffe aus. So, und bereiten das Ganze vor. Und sobald wir gleich in der Hubschrauber-Animation sind, müsst ihr das Mod-Menü öffnen. So, ich mache das jetzt gleich direkt. Ich habe das hier Ganze auf meinem Elgato Stream Deck. So, jetzt sind wir in der Hubschrauber-Animation. Jetzt können wir das öffnen und ihr drückt sofort auf Stopp. So, dann könnt ihr hier alles anklicken. God Mode, Insta-Kill, unendlich Essenz, God Mode für alle, unendlich Munition für alle, für euch selbst und Essenz für euch natürlich. So, und dann habt ihr die Möglichkeit, ihr seht schon, ich mache das mal hier so. So, ihr seht schon, ich habe unendlich Munition, ja, passiert nichts. So, God Mode ist natürlich aktiviert, ihr könnt nicht sterben, ist klar. Also ganz, also feine Sache. Und One-Shot-Kill, das heißt, die Zombies sterben direkt nach einer Kugel. Dabei ist es wirklich egal, auf welchem Level ihr seid. Auch wenn ihr Level 100 seid oder Level 150, ist egal. Die Zombies sterben nach einer Kugel. So, weiter geht's. Und zwar haben wir hier noch, werde ich euch natürlich auch noch zeigen, eine Teleport-Funktion für die Zombies. Das heißt, wenn ihr hier das aktiviert, die Teleport-Funktion, dann spawnen die ganzen Zombies direkt vor eurer Nase. Und das Geile ist, ja, ihr seht's, ja, die sind einfach direkt vor eurer Nase. Und wenn ihr das aktiviert, könnt ihr einfach unendlich einfach rein spammen, ja, und ja, so eure Level machen. Wie gesagt, bei mir levelt das jetzt nicht mehr, weil ich schon alles auf Max habe. Ich bin, wie gesagt, Prestigemeister, deswegen levelt bei mir nichts mehr. Aber wie gesagt, ihr braucht wirklich nur 3-4 Zombies abschießen. Und eure Waffen sind auf Max. Aber dafür müsst ihr etwas drücken. Und zwar das hier. Diesen XP-Modifier. So, müsst ihr beides aktivieren. Und dann könnt ihr das hier regeln, wie viel ihr haben wollt. Macht einfach so beides ungefähr so hierhin. So etwas weiter als in der Mitte. Ja, und dann werden eure Waffeln direkt auf Max gelevelt. Das ist eigentlich richtig geil. Des Weiteren habt ihr noch eine andere Funktion. Und zwar war das natürlich noch nicht alles. Und zwar könnt ihr eure Spieler, eure Charaktergeschwindigkeit hier anpassen. Zum Beispiel, wenn ich das Ganze jetzt auf 3 mache, seht es, ja, dann gibt es Fast One. Also das ist eigentlich relativ geil. Und ja, wie gesagt, die Zombies spawnen immer noch vor eurer Nase. Das ist auch relativ geil. Des Weiteren habt ihr natürlich noch mehr Möglichkeiten. Und zwar habt ihr hier so ein Schieberegler, da könnt ihr halt einstellen, wie weit die Zombies von euch weg teleportiert werden sollen. Ideal für Headshots ist natürlich, wenn ihr das so ganz nah macht, ne? Also ihr seht es an diesem Regler hier, könnt ihr halt einstellen, wie weit die Zombies von euch weg sein sollen. Auf jeden Fall so ganz nah ist natürlich ideal, wenn ihr, wie gesagt, Headshots machen wollt. So, seht ihr. Alles kritische Abschüsse, das ist eigentlich relativ geil. Aber das war es immer noch nicht, Freunde. Wir haben hier noch eine geile Funktion. Und zwar Give Weapon ID. So, das heißt, ihr habt jetzt auch mit dieser anderen Datei, ich werde euch das mal kurz zeigen. Wo haben wir es denn? Muss ich eben kurz öffnen, Freunde. Und dann werde ich euch noch was Cooles zeigen. So, wo haben wir es? Da haben wir es. Genau, ihr habt hier so eine Waffenliste. So, wenn ihr im Spiel seid, könnt ihr dadurch euch auch andere Waffen geben, die ihr leveln wollt. Zum Beispiel, wir wollen jetzt hier, ich sag mal, die AUG haben. Das ist 30. Das heißt, ihr müsst dann hier bei der ID einfach hier 30 eingeben. Und dann drückt ihr auf Slot 1 oder Slot 2. Und dann drückt ihr auf Give ID.
So, und dann könnt ihr wieder zurück ins Spiel gehen und schon habe ich die AOG am Start und das heißt, ihr könnt dann direkt die nächste Waffe leveln und so könnt ihr das dann halt natürlich die ganze Zeit machen. Jetzt habe ich die AOG, jetzt können wir natürlich auch uns noch eine andere Waffe aussuchen, das ist auch relativ geil und zwar sage ich jetzt mal, ich möchte, was haben wir hier noch, ich möchte AK-47 haben, die habe ich noch nicht gelevelt, sagen wir mal, AK-47 ist die 4, das heißt ihr drückt auf die 4, nehmen wir jetzt mal Slot 2 zum Beispiel, dann drückt ihr auf Give ID. So, das war's auch schon und wenn wir jetzt die Waffe wechseln, haben wir die AK-47 am Start. So, in die Zombies reinballern und die Waffe wäre schon auf Maximallevel. Des Weiteren habt ihr natürlich unendlich Essenz, das heißt, ihr könnt vom Anfang direkt in Runde 1 eigentlich schon direkt durchspammen hier und euer Geld wird nicht abgezogen. Das ist komplett gefreezed, das heißt, ihr könnt wie gesagt ab Runde 1 direkt schon alle Türen aufmachen und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Menü. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Schauen wir mal. Ja, hier steht zwar Running, aber lasst das so. Sobald ihr das erste Mal auf Stopp drückt, lasst das so. Nicht auf Running drücken, weil dann wird der Trainer nämlich deaktiviert. Deswegen lasst das einfach so stehen, würde ich sagen. Und dann passt das auch. Also eigentlich relativ easy, Freunde. Ja, wie bekommt ihr das Menü? Ganz einfach, wenn ihr das Mod-Menü erwerben möchtet, schreibt mir einfach eine Privatnachricht auf Instagram. Dort werde ich euch dann weitere Informationen geben, wie ihr dieses Menü bekommen könnt. Ansonsten, ja, freut mich, dass ihr zugeschaut habt und wie gesagt, wenn ihr das Menü erwerben möchtet für den Zombie-Modus, das braucht eigentlich wie gesagt nur einer und dann könnt ihr bis zu 4 Freunde mit reinnehmen, die dann Prestige-Meister leveln wollen oder ihre Waffen leveln wollen, das ist alles ganz easy. Und so könnt ihr auch richtig easy peasy auf Tarnungen gehen, auf Dark Matter, also alles richtig easy. So Freunde, Link zu meinem Instagram-Account ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn ihr das Mod-Menü haben wollt, schreibt mir einfach eine Privatnachricht auf Instagram und dort werdet ihr dann alle weiteren Informationen von mir bekommen. Das war's erstmal von mir, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten würde ich noch sagen, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.